Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Hier ist euer Tastenhauer zurück bei diesem Mann hier, bei Apat, der hier für die Mogeren eine riesengroße und sehr erfolgreiche, wenn auch sehr, sehr blutige, wir sehen es im Hintergrund, Schlacht geschlagen hat. Die sogenannte Schlacht von Weißenburg, bei der er ja unter anderem den Basileus und seine Armee dann in die Flucht geschlagen hat. Die sind gerade dabei, sich auf Schiffe in großer Panik zu verziehen und abzuhauen, und gleichzeitig haben wir sogar einen der Erben für den byzantinischen Thron bei der Schlacht gefangen genommen, also ein großer Erfolg hier in diesem Aufbegehren des Unterfürsten von Bulgarien, des Despoten, wie er sich nennt, Wladimir Rasate, der hier einen, wie wir eigentlich dachten, völlig sinnlosen und völlig bekloppten Krieg hier gestartet hat gegen den Basileus, aber durch unser Eingreifen hier und durch unser Schlachtenglück sieht das jetzt gar nicht mehr so schlecht aus, und deswegen guckt hier Apat auch so zufrieden und so stolz hier am Schlachtfeld in die Menge, denn er weiß, dass er mit seinem taktisch-strategischen Genius hier wirklich die Veränderung des Krieges möglicherweise herbeigeführt hat. Ja, schauen wir doch mal, wie es weitergeht, liebe Leute. Verzeihung, wir haben hier die Armee von uns. Wir sehen, wie gesagt, der Gegner schifft jetzt erstmal aus. Der ist eine ganze Weile jetzt eigentlich erstmal abgemeldet. Und ich würde sagen, wir hatten ja doch nun einige Verluste erlitten, was Aufgebote und was unsere sonstigen Truppen betrifft. Und ich denke mir, wir werden jetzt hier die Armee nämlich wieder zweiteilen. Das habe ich schon mal gemacht. Unsere Hauptarmee unter Großfürst Apat, die zieht jetzt hier nach Forgaras, wo sie schon wieder nicht mehr versorgt werden kann, weil die andere Armee dazugerechnet wird. Genau, und die andere Armee, die zieht hier nach Tigetschi, um dieses Gebiet zurückzuerobern, denn der Kriegsstand ist nach wie vor negativ. Das liegt aber daran, dass eben Tigetschi und Aitos belagert worden sind vom Feind. Aitos, das ist, glaube ich, die hier unten. Oder ist das dies hier? Nee, das versucht er jetzt zu erobern. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es müsste eigentlich das Gebiet hier unten sein, da Aitos, Ktenia, genau. Also das sind die beiden Geschichten. Der Verteidiger kontrolliert das Kriegsziel, auch daran müssen wir uns machen. Und wir haben zwei kleinere Schlachten hier auch schon verloren gehabt. Beziehungsweise nicht wir, sondern unser Verbündeter. Dementsprechend die Schlacht von Ktenia und Buki. Aber die Schlacht von Weißenburg, die hat plus 13% gebracht. Wie gesagt, wir haben den dritten Erben der makedonischen Dynastie, so heißt sie, glaube ich, auch, gefangen genommen. Wir können das mal gerade gucken hier. Das ist der Kaisertitel. Und Prinz Leon Makedon, den haben wir gefangen genommen. Der sitzt bei uns als Gefangener ein. Und da wird er auf jeden Fall als Mündel auch bleiben. Ich weiß, wir könnten hier Druckmittel bekommen, aber wir lassen ihn natürlich nicht frei. Also das ist wirklich keine Option. Aber Prinz Tornik, den können wir auf jeden Fall für 88 immerhin freilassen. Der verdient momentan auch kein Geld. Das heißt, wir nehmen direkt das Geld von ihm an. Also Prinz Tornik, der hat hier eigentlich, der ist zwar nicht ganz unmächtig, aber ich denke mir, der wird hier nicht mehr viel eingreifen können. Deswegen fordern wir das Lösegeld direkt ein, denn wir wollen natürlich wieder etwas Geld bekommen. Er hier bleibt noch lange drin, und ich meine, Bürgermeister Eudoxius haben wir schon Geld angefragt, wenn mich nicht alles täuscht. Und Leon bleibt eben jetzt für die Dauer des Krieges auf jeden Fall in unserem Gefängnis. So, und dann würde ich sagen, wir gehen direkt weiter hier. Die Befehle wurden gegeben, das habe ich schon offscreen gemacht. Das Lösegeld für Bürgermeister Eudoxius wurde akzeptiert und auch das für Prinz Tornik. Damit sind jetzt nur noch zwei Gefangene hier, Leon und Sass, ein Bauernanführer, den wir eigentlich auch längst schon hätten hinrichten können. Der sitzt jetzt 11 Jahre hier schon im Gefängnis. Also ich denke, so ein Bauernanführer, den darf man eigentlich dann auch irgendwann mal von seinem Leid erlösen. Das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber ja. Warum kriegen wir denn Anspannung? Weil wir gerecht sind dafür. Aber ich denke, ich nehme das trotzdem hin. Es ist ein Bauernanführer, das ist doch gerecht, den zu erhängen, oder nicht? Wir erhalten 10 Schrecken. Ich bin kein Tyrann, aber ich bekomme Anspannung, weil ich gerecht bin. Ja, ist es denn gerecht, ihn jetzt irgendwie hier jahrzehntelang zu halten irgendwie? Und eine andere Alternative haben wir doch nicht. Der hat kein Geld. Ja, wir können jetzt ein schwaches Druckmittel gegen ihn bekommen, aber ganz ehrlich, was sollen wir damit? Ah, ja gut, wir könnten natürlich,
Wir könnten ihn natürlich als Champion holen, ne? Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit, dass wir ihn direkt rekrutieren hier. Das wäre noch eine Option, denn ich habe gesehen, wir haben 10 von 13 möglichen Champions, weil wir jetzt auch schon Illuster sind, können wir noch einen extra Champion bekommen. Und jetzt sind sogar schon 13. Da wäre das eigentlich sinnvoll, ihn tatsächlich zu rekrutieren. Machen wir das mal. Damit wir hier an einen neuen willigen oder auch unwilligen Champion kommen, der sich hier als Kriegsdienstler entsprechend, ich sag jetzt mal, verheizen lassen kann. Schauen wir mal. Ja, lebt wohl, Sass. Ja, so ganz lebt wohl ist es ja nicht. Er ist ja hier tatsächlich jetzt Champion von uns automatisch geworden. Damit haben wir 11. Und unsere Truppe marschiert zurück. Dann können wir vielleicht hier auch schon neue Truppen heranholen in Forgaras. Das können wir eigentlich schon mal tun. Allerdings sind es hier nicht gerade viele, die wir ausheben können. Ja, egal. Aber wir heben sie jetzt einfach aus. Das ist dann natürlich hier Sass selbst. Wahrscheinlich ohne weitere Leute. Na, 9. Immerhin etwas. So, Gyula wird allerdings erwachsen hier. Unser jüngster Sohn ist schon 16 Jahre alt. So, lange Zeit hatte ich gehofft, dass es nur einen guten Mentor braucht, um Gyula die Feinheiten der Kriegskunst näher zu bringen. Das war einfältig von mir. Er hat nur ein grundlegendes Verständnis des Themas entwickelt. Ja, er wird nur zäher Soldat. Das ist natürlich jetzt auch nicht ganz schlecht, aber aus Sicht unseres ehrgeizigen Vaters, der so ein großer Kriegsfürst ist, ist das natürlich schon enttäuschend. Und das, ist keine so gute Geschichte eigentlich für uns. Was wir aber auf jeden Fall machen können, wir können ihn auch zum Champion dann machen mit 16 Jahren, denn das Kampfgeschick ist nicht so schlecht. Er ist jetzt auch nicht unser wichtigster Sohn, hält jetzt hier keine Titel oder so. Und die Frage ist auch allgemein, ob wir ihm überhaupt nochmal einen Titel zusprechen. Ich meine, ein paar bekommt er sowieso. Aber ich denke, ihn wollen wir eher als Champion hier erlauben. Das wird ja grundsätzlich, glaube ich, verboten, ne? Ich glaube, der taucht jetzt auch gar nicht auf. Da müssen wir gerade Offspring reinnehmen. Wir müssen aber auf jeden Fall Takatsus das wieder verbieten. Auch Lenütica, unserem Nachfolger, unserem Erben. Aber Gyula, der darf eben hier mitkämpfen. Genau, haben wir sonst noch einen übersehen? Ich glaube nicht. Wir hätten noch 2 Gäste hier. Aber die sind beide super, super schlecht. Die will ich auch nicht einfach rekrutieren. So ein paar Nichtsnutze. Ja, Takatschus wäre noch ein guter. Es ist natürlich jetzt die Frage, sollen wir eigentlich generell unseren Söhnen hier diese Championhaftigkeit verbieten? Sie sind ja Kriegsherren, sie sind Kriegsfürsten. Machen wir uns da nichts vor. Also Lenütica als direkter Erbe, ich denke mal, den halten wir eher fern von der Armee. Der kann sich da um eigene Dinge kümmern. Gyula ist auf jeden Fall eine gute Sache. Es ist halt debattierbar. Er ist natürlich ein Vasall und damit hat er auch Verpflichtungen. Andererseits ist die Pflicht zum Krieg natürlich eigentlich noch wichtiger. Doch wir nehmen ihn mal als Champion mit rein, dann kommen wir auch genau auf 13. Das machen wir mal. Und damit können wir die neuen Leute jetzt auch direkt hier nochmal zusätzlich ausheben. Genau, und hier oben wird jetzt belagert. Das Ganze geht auch relativ schnell. Wobei die belagernden Truppen jetzt auch gar keinen Einfluss hier drauf nehmen. Das heißt, es dauert immer noch relativ lang. Wir könnten gut und gerne das Doppelte abstellen. Ich überlege gerade, ob wir dann nicht vielleicht von den Aufgeboten doch nochmal so circa 1000 hier abspalten. Ich weiß, das ist viel, aber das müsste ja eigentlich dann gehen. 871 und ja. Verstärken wir hier nochmal die Bemühungen und mit der Armee ziehen wir dann nach Forgaras. Die ist dann sehr klein. Nee, das ist falsch. Die Armee
soll hier hin. Und die andere Armee, die will ich eigentlich nach hier schicken. Genau, jetzt passt es. Okay. 2000 Mann, das ist nicht so sonderlich viel mehr. Aber sie hat eben alle Champions dabei und unsere ganzen Spezialtruppen, abgesehen von den Belagerungs-Onagern, die wir dort ja auch nicht unbedingt brauchen. Hier unten wird ja auch schon belagert. Die Frage ist jetzt, wo ist der byzantinische Kaiser? Er ist jetzt hier auf die Halbinsel Kerch geflohen. Da hat er jetzt auf jeden Fall einen langen Weg. Er ist immer noch darbend. Also er kriegt auch keine Versorgung mehr rein. Das ist natürlich für uns eine sehr gute Sache. So, legen wir mal alle zusammen. Dann haben wir hier die 13 Champions. 2130 Mann. Und unsere Kriegsvölker sind auch schon wieder gut ausgelastet. Ich glaube, ja, die Aufgebote. Da haben wir jetzt noch ein bisschen was zu tun. Auf die warten wir jetzt noch. Denn die sollten ja eigentlich hochticken, oder nicht? Nee, tun sie nicht. Tun sie nicht. Die bleiben dabei. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum dann hier noch ein Unterschied gemacht wird zu 1837. Also, wenn hier oben gesagt wird, es gibt keine neuen Aufgebote mehr. Das finde ich ehrlich gesagt merkwürdig. Aber, na gut. Ja, wir können natürlich jetzt überlegen, ob wir hier dann in der Nähe bleiben von der Belagerungsarmee. Das, denke ich mal, sollten wir schon tun. Hier legen wir mal alle zusammen. Und dann denke ich mir, wir sollten vielleicht jetzt auch schon in der Kriegsphase einmal neue Onager ausheben. Das kostet natürlich Prestige, aber wir haben eben unglaublich viel. Und das macht einen großen Einfluss bei Belagerungen. Deswegen gehen wir jetzt hier mal Prestige aus. Und schauen mal, ab wann wir die hier entsprechend dann ausheben können, wenn wir genug Spezialtruppen haben. Das wird ja sicherlich noch eine Weile lang dauern. Wobei die gar nicht verstärkt werden, weil die im Feindesland stehen. Ja, da müssen wir vielleicht nochmal einen kleinen Abstecher dann dazu machen. So, jetzt sind hier nochmal 5 Mann, unter anderem ein Dux unterwegs, die hier die Armee verstärken. Ein weiterer Champion kommt. Na gut, und diese Armee verliert ein bisschen Versorgung. Gut, dass wir hier nur noch 2 Monate haben. Die sind jetzt hier auch schon bei einer verseuchten und hungernden belagerten Fraktion angekommen. So, es gibt nochmal Räuber. Oberhäuptling Boris von Ungvar raubt jetzt hier in unseren Landen. Das ist natürlich wirklich richtig fies, vor allen Dingen, weil hier die Armee von Bekesch sich jetzt hier wahrscheinlich im Krieg befindet, also im Kampf gleich befindet mit ihm. Der hat 500 Bogenschützen, das ist echt viel. Und der kontert damit die Plänkler und davon haben wir ja gar nicht mal so wenig. Also da wäre auch jetzt hier ein Angriff mit 2200 Mann, wäre jetzt hier leichte Reiterei, kontert aber die Bogenschützen, aber eben nicht die Plänkler. Tja. Das ist natürlich irgendwie suboptimal. Die Armeeaufstellung hier gegen Ungvar ist nicht gerade unproblematisch. Da würden wir wahrscheinlich hohe Verluste erleiden. Und der hat auch mehr Aufgebote als wir. Nee, ich glaube, da müssen wir jetzt leider die Zähne mal zusammenknirschen. Und warten jetzt zumindest erst einmal ab, bis hier Tigetschi durchbelagert wurde. Prinz Bernat wurde nicht beeinflusst. Leider müssen wir nochmal probieren. Hat uns hier keinen Erfolg gebracht. Was haben wir hier oben noch? Verbrecher, das kennen wir schon. Das kann eigentlich mal weg. Bündnisse aushandeln mit Erno und Ambrusch. Mit den beiden Prinzen hier. Der ist ja gar nicht mal ohnmächtig hier von Bax. Ach, gab's da etwa eine Nachfolge, ein Nachfolgewechsel gab's da, genau, die haben ja beide hier von Borisch geerbt, der eine hat nur das Häuptlingstum geerbt hier, Häuptling Erno ist ziemlich unmächtig, aber auch mit ihm handeln wir mal ein Bündnis aus und Prinz Ambrusch, das ist eigentlich der mächtige Mann, ja, der hat auch das Fürstentum und das Häuptlingstum Bax geerbt, das ist der eigentliche Haupterbe, genau. Und dann kommt erst Erno und er hat 580 Mann. Dann handeln wir auch da ein Bündnis aus. Giula kann jetzt natürlich heiraten. Auch das sollten wir dann ins Auge fassen, denn er hat ja hier keinen eigenen Besitz. Dementsprechend sollten wir mal gucken, wen wir da für ihn finden können. Tja,
Häuptlingstum von irgendwo, Häuptlingstum von irgendwo. Sophia Sapolja. Aus diesem Sapolja-Haus, aber die hat halt null Landbesitz, null Anspruch. Das ist natürlich ziemlich lahm, ne? Gibt's denn hier irgendwie Prestigezuwachs bei Tarno? Ja, unsere Nichte Sophia, Fürstentum von Temesh hier, von Prinz Kschak, unserem Halbbruder. Mit dem haben wir allerdings auch schon ein Bündnis. Und zwar wird das irgendwo, ja, wird hier angezeigt, aber ich glaube, man kriegt nicht angezeigt, warum das Bündnis zustande kommt, ne? Warte mal, wer ist es denn? Jetzt muss ich die wieder finden hier. Blahomira, Ingvar, Prinz Kschak. Aber das steht halt nicht drin, über welchen... Ja, Danka von Temesh ist es nicht. Also irgendeine Tochter oder so oder ein Sohn von ihm. Verlobt mit einer Borballa. Nee, das ist es nicht. Ach, das ist jetzt so blöde immer zu finden. Es gibt bestimmt einen schnelleren Weg, das rauszufinden, aber den kenne ich gerade nicht. Sie wäre auf jeden Fall in einem guten Alter. Sie ist arrogant und paranoid. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Das wäre schon möglich, aber da wir schon ein Bündnis haben, weiß ich nicht, ob wir das unbedingt an der Stelle mit ihr erneuern müssten. Über sie erneuern müssten mit ihm. Sie ist auch eine Enkelin von unserem Vater Almosch. Also da verbindet sich unsere Linie wieder. Das ist aber nicht schlimm. Smolensk, ja, ansonsten, was haben wir hier noch? Bündnis mit den Litauern, Ragana, das wird aber jetzt schon ganz schön jung hier teilweise. 12 Jahre mit Satakunta. Tja, da seht ihr mal, das ist hier ziemlich unübersichtlich teilweise, hier dieses Heiratsmenü, Milisch. Kann ich mir natürlich anschauen, wer ist jetzt hier Milisch, ja, das ist Häuptling Witt, der Peiniger. Ein relativ mächtiger Mann sogar mit 900. Häuptlingstum Milisch, wo ist das? Hier irgendwo in Polen. Kleinen Schlesien oder in Niederschlesien ist das. Häuptlingstum vom Bihar hätten wir noch. Sophia. Ach, das ist sie hier. Das würde zum Bündnis mit ihm hier führen. Häuptling Denesh. Mit ihm haben wir noch kein Bündnis. Und das ist ja hier ja ein Nachfolger dieser Riesenfamilie. Der ist gar nicht mal unmächtig mit 684 Mann. Hat natürlich, ja, größtenteils aber wegen seinen Verbündeten. Nee, er zählt ja hier nur das, was er hat aktuell. 300, 400, 660, 680 Mann ungefähr, ja. Ja, das wäre eine angemessene Geschichte, glaube ich. Wir gucken mal. Er würde zwar jetzt kein Prestige erhalten, aber da er hier unser letzter Sohn ist, ist das nicht so dramatisch. Ich denke mal, das werden wir machen. Dann haben wir hier noch einen weiteren Häuptling als Verbündeten. Das kann durchaus nur von Vorteil sein. Okay, das hat jetzt ein bisschen lange gedauert, verzeiht, aber das wollte ich jetzt nicht als zwischen die beiden Folgen stellen. So, das Bündnis wird natürlich abgeschlossen. Auch das Bündnis, sehr gut. Machtbasis wird dadurch erweitert. Auch der Heiratsvorschlag wird angenommen, beziehungsweise, ja, ist ein Heiratsvorschlag, genau. Die haben dann beide geheiratet, wunderbar. So, hier ist gleich die Belagerung vorbei. Und der nächste Ruf in den Krieg. Sag mal, was ist denn los, Blahomira? Erst lässt du dich gefangen nehmen und jetzt willst du schon wieder Krieg? Tyrannei von Herzogin Blahomira. Also sie wird jetzt angegriffen von Graf Ruta von Radetsch. Graf Ruta von Radetsch als Verteidiger. Na, mal gucken. Wir treten natürlich mit ein, aber die Frage ist natürlich, gegen wen stellen wir uns hier? Er ist ja total schwach, aber er hat sicherlich noch einen Verbündeten, den er holen kann. Da bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt gleich bei rauskommt. So, wir kontrollieren immerhin Tigetschi. Das hat jetzt nicht ganz so viel gebracht, weil der Verteidiger immer noch das Kriegsziel kontrolliert. Tja, aber ich würde natürlich jetzt schon ganz gerne meine Onaga verstärkt wissen. Was aktuell leider nicht passiert, solange ich nicht im befreundeten Gebiet bin. Deswegen müssen wir jetzt mal zurück nach Tigetschi marschieren mit ihm hier. Und auch er verliert hier Versorgung. Ah, Mann, Mann, Mann. Ziehen wir mal hier in den Süden oder in die Baronie von Oblutica. Ja, da haben wir eine höhere Versorgungsschwelle.
Da gucken wir mal, ob wir von hier in den Süden dann marschieren. Aber das dauert sicherlich noch. So, unser Verbündeter, Armee von Vranje, geht hier nach Aitos. Und, tja, die Armee von Konstantinopel ist immer noch unterversorgt. Der geht jetzt auf Schiffe. Vielleicht will er hier unten nochmal eingreifen. Aber das kann ich jetzt ehrlich gesagt, kann ich das verhindern? Ich könnte schon. Ich könnte jetzt natürlich hier unten durchmarschieren zur Baronie von Varna. Ah, tja. Normale Winterhärte. Das ist natürlich jetzt hier ein Risiko, was ich eingehe. Aber ich glaube, wir nehmen das Risiko auf uns. Der Gegner hat ja auch Unterversorgung. Und dann ziehen wir die restlichen Leute. Ah nee, die Onaga werden doch noch verstärkt. Das geht nur nicht während der Belagerung wahrscheinlich. Aber im verbündeten Gebiet geht das wohl schon. Dann würde ich sagen, die ziehen dann hier hinten hinterher. Machen wir das mal. In verbündeten Gebiet, genau. Na, die laufen jetzt so ein bisschen durcheinander. Das ist nicht so schön. Er überfällt noch. Das ist wenig gut. Fogaras hat unkooperative Zünfte wegen wenig Kontrolle erhalten. Das ist natürlich richtig blöd. Ineffiziente Volkszählung. Also hier ist richtig, richtig nix los. Da müssten wir kontrollmäßig dran, aber nicht in der Kriegszeit hier. Und wir sind dauernd im Krieg. Das kann ich jetzt leider auch nicht ändern. Da müssen wir durch. Zähne zusammenbeißen und durch. So, wir verlieren aber weiter fleißig Versorgung. Aber das ist jetzt egal. Das muss uns jetzt wirklich egal sein. Was wir natürlich machen können, wir können ins verbündete Gebiet ziehen. Jetzt müsste ich mal gerade gucken. Die Hauptarmee könnte hier eigentlich gut versorgt werden, auch im Winter. Dann ist sie hier direkt in Nachbarschaft, fast direkt in Nachbarschaft zu, beziehungsweise hier könnten zum Schrein von Provadia sogar gehen. Und die andere Armee, die könnte, ja, eigentlich könnte die so lange sich hier aufstellen und dann vielleicht hier in die Richtung Baronie Constanza dann ziehen, wenn es dann zur Belagerung kommen soll, dass wir hier mal ein bisschen Fortschritt machen. Machen wir das. Dann kriegen wir hier, glaube ich, auch ein bisschen Versorgung. Und eben auch mehr Onaga. Hm. Und unser Erbe Linütica hat hier eine erhöhte Präsenz in Beshterce erreicht, hier oben, wo Häuptling Luca unterwegs ist. Das ist natürlich, tja, Kontrolle ist eh schon bei 100, das bringt noch nicht mal viel. Garnisonsgröße wird erhöht, naja, das ist uns jetzt egal. Doch nicht so der Riesenwurf, wie wir eigentlich vielleicht dachten. So, er belagert hier, das dauert noch 7 Monate, das ist aber auch okay. Dann schauen wir mal, die, ja, wo sind denn hier die Byzantiner jetzt hin mit ihrer Armee? Man sieht sie nicht mehr, vielleicht sind sie hier auf dem Meer. Wir sollten wachsam sein. Vielleicht. Nee, hier unten sind sie. Sie haben sich hier irgendwo ausgeschifft. Versuchen jetzt hier in den Süden zu laufen. Ohne große Versorgung. Ja, dann viel Glück beim Versuch. Dann warten wir mal hier, bis wir genug Onaga beisammen haben. Also in 3 Monaten. Und dann werden wir die Belagerung von Constanza beginnen. Und da lassen wir uns jetzt auch nicht mehr von abbringen. Würde ich sagen. So, wir können auf Stufe 4 dann gehen. Ich denke, das macht schon Sinn. Und wir beobachten, dass die eigene Armee von ihm hier schon wieder darbend ist. Vielleicht kommen die hier runter und wollen nochmal angreifen, aber das hat natürlich mit darbend hier überhaupt keine Aussicht auf Erfolg. Das weiß der doch eigentlich auch, der Basileus. Ich marschiere jetzt mal hier rein, dass wir noch näher dran sind. Und hier, weil ich habe jetzt Sorge, dass er kommt, beziehungsweise will, dass die nah beieinander stehen. Häuptling Vlad überfällt uns, wird aber sofort angegriffen hier. Das ist gut. Dann ist das schon mal keine Gefahr. Ja, er fängt jetzt an, hier zu belagern. In 5 Monaten wäre das von Erfolg gekrönt. Aber er verliert natürlich jetzt unglaublich viele Truppen. Da müssen wir jetzt eigentlich nur warten, während die 5 Monate runterticken und dann müssen wir ihn angreifen. Das sollte dann problemlos funktionieren. Währenddessen ist das hier auch schon bald abgeschlossen. Und wir haben, ach so, das ist der Krieg gewesen, genau, von Halic. König Simeon hier von Moldawien hat dieses Gebiet erobert. Ja, wird eben aufgeteilt. Dieser Krieg ist also jetzt vorbei.
Ja, sollen wir hier uns schon mal aufstellen? Der Feind kann uns ja jetzt schon nicht erfolgreich angreifen. Vielleicht wird er dann aber irgendwie Angst bekommen und abhauen. Das will ich natürlich nicht. Ich möchte, dass der noch schön Verluste erleidet hier. So, die Belagerung ist gleich auch vorbei. Von Aitos. Und dann sind wir bei minus 38, aber wie gesagt, nur weil der Verteidiger das Kriegsziel kontrolliert überwiegend. Ansonsten könnte man hier natürlich noch die Baronie von Ktenia erobern, aber das wird wahrscheinlich nicht so schnell gehen wie diese Belagerung. Ich kann den schon mal dahinstellen, aber ich glaube, dass das keinen Zweck hat. Ich stelle hier schon mal meine Hauptarmee auf und gucke mal, was hier die Belagerung geben könnte. Ja, 3 Monate, na toll. Wir können es probieren. Aber ob das klappt, ist fragwürdig, meiner Meinung nach. Und mit der Armee alleine hier diese Armee angreifen, trotz Darbend, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Na, mal sehen, wie lange das dauert. 2 Monate. Es könnte echt knapp werden. Ja, aber er ist schneller, ne? Nee, gar nicht mal. Er ist sogar langsamer. Und wenn er das erobert hat, dann greifen wir an. Ob wir ihn erreichen, weiß ich allerdings nicht. Ich geh mal auf Stufe 3 wieder runter. So, ein Verbündeter des Feindes tritt bei. Basileus ist verstorben mit 67 Jahren. Und jetzt ist Basileus Konstantinos der Siebte, der neue Kriegsgegner. Allerdings ist der gefangene Erbe schon 25% wert. Ja, der ist jetzt angestiegen, unser Gefangener. Und zwar deswegen, weil der natürlich jetzt Nummer 2 in der Nachfolge ist und nicht mehr Nummer 3. Das heißt, da steigt auch unser Kriegsstand an. Das ist natürlich super. Oh ja, wunderbar. Nur noch 33 Tage. Wir kriegen die Belagerung hier ganz gut hin. Mstislav und Luca können jetzt heiraten. Ja, haben die auch gleich vollzogen. Das ist auf jeden Fall sinnig. So, kriegt er nochmal einen Monatsdurchsatz hier? Ja, müsste er eigentlich, oder? Ne, er hat jetzt... Ja, ist fertig geworden mit der Belagerung. Schade. So, wir haben noch einen Vorzug. Hier die Belagerung ist noch 10 Tage lang. Aber wir können jetzt erstmal... Ja, Belagerungswaffeneffektivität erhöhen. Gebaut für die Zerstörung. Das gilt jetzt aber, glaube ich, nur für meine eigenen Belagerungen, die ich selber anführe. Das heißt, jetzt wäre es schon sinniger, dass wir vielleicht diese Armee anführen, weil er ist zwar ein Belagerungsphasentyp, aber wichtiger ist ja hier die Belagerungswaffe und die können wir jetzt besser befehligen. Schaffen wir das mit so einer unterlegenen Armee? Aber er hat jetzt kaum noch Spezialtruppen. 10 gegen 13 Champions. Er hat auch, glaube ich, nicht so viele gute Champions. Na, es geht. 2 gute, viele mittelmäßige und ein paar schlechtere. Ja. Das ist natürlich jetzt echt... Nee, wir warten noch ab, bis das hier erobert wird. Und dann schauen wir mal, ja. Ah, der kriegt jetzt auch wieder Versorgung rein. Plus 18. Nee, dann will ich das nicht. Dann will ich das wirklich nicht. Dann erobern wir jetzt einfach die Baronie zurück. Und wir checken jetzt mal aus, was passiert, wenn wir die Armee von jemand anderem befehligen lassen. Da wäre dann der Bauernanführer. Oh, das ist natürlich jetzt eine große Geschichte hier. Den aggressiven, leichtsinnigen Typen. Sollen wir den wirklich jetzt die Armee anführen lassen? Oder vertrauen wir auf Gyula, unserem eigenen Spross, der aber angeblich nicht so vorteilshaft ist, aber besser im Kampfgeschick. Da vertrauen wir doch eher unserem eigenen Mann. Gyula soll es dann tatsächlich richten. Da bin ich ja mal gespannt. Den schicken wir jetzt hier rein. Und unsere Armee werden wir jetzt durch uns selbst anführen. Mal gucken, ob hier die Belagerung dadurch sogar schneller gehen kann. Jetzt mit unserer Fertigkeit als mit dem Pioniertypen. So, Leon kann uns jetzt Geld einbringen. Aber wir wollen natürlich diesen Bonus hier haben. Aus dem Kriegsstand selbstverständlich. So, hier hat er noch ein paar Leute nachgezogen. Bündnis ausgelaufen. Was ist das denn? Das hat nichts damit zu tun. Oberhäuptling Lech wurde gefangen genommen. Warum ist das Bündnis ausgelaufen?
Weil sie verstorben ist. Nein, an... Oh nein, sie hat noch ein Kind geboren, wie? Aber welches... Moment mal, war denn das überhaupt das Kind mit Gyula? Oder ist das Kind mit ihr verstorben? Das kann natürlich auch sein. Ach nein, wie traurig. Jetzt müssen wir schon wieder einen neuen Partner finden für Gyula. Ach, wie tragisch. Ja, gut, darum werde ich mich jetzt wirklich in der Folgenpause kümmern. Das war es heute ein bisschen länger, die Folge, aber das macht ja nichts. Also, bis zum nächsten Mal, liebe Leute, hier im Krieg gegen Byzanz. Hat sich jetzt nicht so viel getan. Ist hier ein ziemliches Abtasten bislang. Mal schauen, ob wir hier wirklich erfolgreich sind für Wladimir Rasate. Dafür muss er uns aber eigentlich auch unendlich dankbar sein. Naja, schauen wir mal. Er ist ein religiöser Eiferer. Das hilft natürlich dann an der Stelle nicht. Mal sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.